Gießerei. Jetzt, da der Satellit wieder online ist, werden das Ausmaß und der Ursprung des Angriffs erkennbar. Olivia Pierce, die leitende Wissenschaftlerin des Lazarus-Projekts und Kultanführerin, hat eine Höllenwelle aktiviert und hunderte Dämonen aus ihren Zellen in den Lazarus-Laboren befreit. Die dadurch ausgelösten Zerstörungen haben die Einrichtungen an den Rand der vollständigen Vernichtung gebracht. Die Reaktoren der Gießerei stehen kurz vor der Kernschmelze. Samuel Hayden, ein Überlebender und zugleich der Chef der Marsstation, hat dir seine Hilfe angeboten, falls du sie brauchst. Was nicht der Fall ist. Du brauchst nur Munition und eine Möglichkeit, die Kernschmelze zu verhindern. Und damit willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Doom. Kernschmelze. Dann wollen wir das doch mal verhindern. Und die Dämonen hier zunichte machen. Verhindere die Kernschmelze. Oh, eine Sprachnachricht. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung Ihres Arsenals durch die Bewertung Ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe Ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. So, Kampfbewertung. Ich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Ja, ist ja gut. Also, wir schauen nochmal rein. Wir können jetzt auch noch 5 Waffenpunkte pro Level erreichen, indem wir alle Dämonen töten. Dann kriegen wir noch 3 Waffenpunkte für das Töten 3 Besessener mit einem explosiven Fass. Oh, bin ich gespannt, ob ich das hinkriege. Bordstein fressen. Führe 3 Tod von oben Glowy Kills bei besessenen Soldaten aus. Von oben angreifen und finde die beiden Sammlerstücke. Eingefleischter Sammler. Das werde ich bestimmt schaffen, denn ich werde ja eh versuchen, alle Extras zu erlangen. Insgesamt können wir jetzt also pro Level 10 Waffenpunkte erreichen. Wir haben in diesem Level außerdem noch 3 Prätorenanzug oder Prätorenanzug-Chips oder wie werden sie hier genannt? Ich gucke nochmal rein. Auf jeden Fall hier die Chips für den Anzug. Und wir haben noch eine weitere Argent-Zelle. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob wir die Herausforderungen hier auch hinbekommen. Da hinten haben wir schon ein Blutnest. Da laufen schon ein paar rum. Na, was willst du? Tod von oben? Nein, das war nicht von oben. Ich renne mal an euch vorbei. Kommt mal her, wo die explosiven Fässer sind. Hört auf, euch gegenseitig zu verprügeln. Ich habe hier was zu erledigen. Kommt, kommt, kommt. Hierher, Fresschen, Fresschen. Fresschen, Fresschen. Drei Besessene, ein Fass. Sehr gut. Erstmal werde ich aber hier oben reingehen, glaube ich. Ah, hier scheint doch was zu liegen. Hier haben wir schon mal eine Drohne. Wir können jetzt das taktische Zielfernrohr fürs Sturmgewehr nehmen, Mikroraketen, Hitzestoß oder Betäubungsbombe. Ich glaube, ich entscheide mich mal für die Mikroraketen. So, Mikroraketen. Wo war es denn jetzt? Ich will ja keine Kampfbewertung. Wo? Waffen. Schweres Sturmgewehr. Mikroraketen. Da haben wir es.
Ein Mehrkammerzylinder unter dem Hauptlauf kann mit bis zu 6 HMX-Raketen bestückt werden. Diese kleinen, aber tödlichen Raketen wurden dazu entwickelt, ein einzelnes Ziel mit mehreren Sprengladungen einzudecken, können aber auch dazu verwendet werden, mehrere Ziele innerhalb eines engen Wirkungsradius unter Feuer zu nehmen. Die Raketen detonieren kurz nach dem Aufprall. Sehr schön. Hier haben wir wieder was zum Lesen. Ein Kodex-Eintrag zur Gießerei an sich. Glückwunsch, Fürsprecher. Wenn Sie diese Nachricht lesen, werden Sie ins Gießerei-Ressourcenteam befördert. Wenn Sie für diesen Dienst vorgeschlagen wurden, gehören Sie zur Elite unter den Fürsprechern der Stufe 1, deren Arbeit und Engagement unsere Missionen unter Volldampf am Laufen halten. Als Mitglied der Abteilung Gießerei-Ressourcen haben Sie Zugang zu einem Teil der fortschrittlichsten USC-Ausrüstung, wie etwa den Gripton-Frachtlader, den Nex-Graph-Sprungstiefel und Dino-Phasic-Aufzüge. Neue Mitglieder sollten sich überlegen, ob sie als Zeichen ihres Vertrauens in unsere Forschung ein äußerst exklusives Team-Tattoo beantragen. Team-Tattoos sind ein Zeichen ihrer unermüdlichen Arbeit für die UAC und können beantragt werden, indem sie sich für eine der Studien zu Lazarus-Wellen anmelden. Wenden Sie sich an Ihren Stufe-3-Forschungstechniker, um Ihr Pentagrammzeichen noch heute zu beantragen. Das ist doch genau das, was wir wollen. So, 3 Waffenpunkte. Ich würde aber, bevor ich hier irgendwas mache, gerne mal den Explosivschuss noch vervollständigen, um schon mal die erste Meisterschaft angehen zu können. Also hebe ich mir die Waffenpunkte erstmal noch auf. So, da oben liegt eine Rüstung. Gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Hallo? Hallo, komm. Oh. Explosives Kerlchen, was? Wow. Kam hier noch wer? Klang grad so. Oh. Bam. Das war immer noch nicht von oben. Warum denn nicht? Sah für mich aber schwer danach aus. Ein Gasleck. Das ist nicht gut. Dann müssen wir ihn also finden. Achtung, Kerntemperatur steigt. Da kommen wir doch nicht rüber. Der Sprung ist doch viel zu weit. Aha. Noch eine Prätoren-Anzugsmarke. Sehr schön. Ah, hier kann man auch hoch. Immer auf die grünen Lichter achten. Aha. Und ein Geheimnis haben wir auch schon gefunden. So. Wir brauchen mal deine helfende Hand. Weg mit dir.
Zugang gestattet. So, jetzt können wir hier rein. Gasleck versiegelt. Ein Blutnest. Normalerweise müssen noch hier Dämonen rumzingeln. Ja, die kommen jetzt erst. Weg damit! Oh, du bist neu. Weg. Das schauen wir uns gleich genauer an, was du für einer bist. So. Reduziert um 25%. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Sammeln wir hier noch ein paar Sachen ein, Rüstungen und so weiter. Bop, bop, bop. So, und dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier gerade für ein Monster gehabt. Einen Höllenschinder. Der Höllenschinder ist ein kluger und taktisch geschickter Gegner, der Feinde aus der Entfernung mit einem mächtigen Strahl roher Höllenenergie angreift. Der Strahl tritt aus einem armartigen Fortsatz aus, der aus Knorpel und anderen knöchernem Gewebe besteht. Durch Zusammenziehen des Knorpelmaterials kann der Höllenschinder seinen Energiestrahl zu einem einzelnen Schuss bündeln, der alles vernichtet, was sich in seiner Schussbahn befindet. Ich hab aber auch ein paar geile Sachen auf Lager, mein Freund. So, da hinten waren wir jetzt schon. Da unten liegt aber noch Munition. Die würde ich mir ehrlich gesagt auch noch nehmen wollen. Aber dafür hier alles nochmal zu machen, nö. Nö, so nicht. Was sagt denn die Karte? Hier in dem Bereich haben wir anscheinend alles gesammelt. Hallo! Zack! So schnell geht das. Wo gehen wir denn als nächstes lang? Ja, brauchen wir eine Zugangskarte. Die haben wir noch nicht. Da unten könnten wir lang. Hier könnten wir lang. Ich gehe erstmal hier hinten lang. Ah. Habe ich euch bei eurer Party gestört? Zack. Ach du schon wieder. Bordstein fressen. Diesmal hat es geklappt. Und nochmal Bordstein fressen. Und auch bei dir. Zweite Herausforderung beendet. Sehr gut. Damit haben wir einen weiteren Waffenpunkt. So. Na, wer bist du? Die gelbe Schlüsselkarte haben wir. Das klingt gut. Hier brauchen wir auch die blaue. Ah, hier können wir runter. Und siehe da, wir haben schon mal einen Sammelgegenstand gefunden und ein Geheimnis. Somit auch entdeckt. Besessener Techniker-Modell Vault-Typ. Sind wir hier bei Fallout oder was? So, 5 Waffenpunkte. Das heißt, ich kann jetzt den Explosivschuss mit Sofortladen aufwerten. Und was müssen wir hier schaffen? Einen direkten Treffer eines Explosivschusses erzeugt Bombenbündel, die zusätzlichen Schaden verursachen. Lande 20 direkte Treffer bei Imps.
Okay, dann machen wir uns doch mal daran. Was? Da ist schon einer. Zack. Oh, und wir haben den Höllenritter. Ah. Nicht so. Wenig Gesundheit? Wie ist das denn passiert? Nicht aufgepasst hier. Ach, durch die blöden Typen mit ihren Schildern. So. Weg mit dir. Waffenpunkt erhalten. Für die Anzahl der Dämonen, die wir jetzt schon umgebracht haben. Dann gebe ich den direkt mal wieder aus. Denn hier die aufgeladene Salve. Die erste Erweiterung kostet ja erstmal nur einen Punkt. Er kam von hier unten, oder? Da haben wir auf jeden Fall noch ein Höllennest. Was ist eigentlich unsere... Ah ja, genau, noch ein Sammlerstück finden. Hallo? Kuckuck. Von wo kommen denn die ganzen Geräusche, euer Rumgestöhne? Von da oben. Ah, Moment. Zack, noch ein direkter Treffer. Ich gehe hier mal wieder hoch. Genau, von hier sind wir gekommen. Sehe ich aber erstmal hier diesen Seitengang lang. Hier haben wir auch noch einen Codex-Eintrag. Mann, was grunzt ihr hier so rum? Ich verstehe mein eigenes Wort ja schon nicht mehr. Imp. Trotz ihrer niederen Stellung innerhalb der Dämonenrangordnung und ihrer schier endlosen Zahl legen Imps im Kampf sehr eigene Charakteristika an den Tag. Einige kämpfen am liebsten von erhöhter Position aus, während andere auf die Gegner zustürmen und ihre messerscharfen Klaue in die Feinde schlagen. Mauern und andere Hindernisse können Imps nicht aufhalten, da diese sehr hoch springen und sich an praktisch jeder Oberfläche festhalten können. Imps sind in der Lage, Höllenenergie durch ihre Hände zu kanalisieren und daraus Projektile zu formen. Während der Kanalisierung werden Partikel in der Luft und anderer Schutt in den Energiewirbel gesogen, sodass ein kompakter, extrem heißer Feuerball entsteht. Die Art ihrer Angriffe legt die Vermutung nahe, dass sich bei Imps um eine niedere Form des Summoners handelt. Und wir haben den Höllenritter, gegen den wir ja gerade noch gekämpft haben. Der Höllenritter ist ein riesenhaftes Monster, das in den Tiefen der Hölle für den Kampf geschaffen wurde. Die schrecklichen Bestien sind die Gladiatoren der Dämonenhorde. Sie stampfen unnachgiebig auf ihre Feinde zu und schlagen dabei mit ihren massigen Fäusten auf den Boden. Dadurch erzeugen sie Schockwellen, die Gegner ins Straucheln bringen, sodass sie für die Nahkampfangriffe der Ritter verwundbar werden. Dank seiner starken Beine kann der Höllenritter auch problemlos über große Distanzen springen und so rasch zu seinen Gegnern aufschließen. Das hat dir aber auch nicht das Leben retten können. Juckelt er hier einfach so blöd rum? Hallo, was mit dir? Hey. Da wollen wir mal Munition sparen. Gefallen? Kommen die alle von hier, wa? Die Lappen. Ah, da. Rechts oder links? Wir gehen mal links. Obwohl, hier kommen wir wieder raus. Kuckuck.
Da oben ist da auch irgendwas. Ah, hier kommen wir schon mal zu einem Höllennest. Ich gucke aber mal hier hinten, was hier noch liegt. Bum. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um dieses Höllennest hier. Nicht wegrennen! Tschüss! Na? Komm, direkter Treffer. Jupp. Ich höre doch noch jemanden hier Feuerbälle werfen. Neues Benzin für die Kettensäge. Sollten wir die vielleicht nochmal benutzen, was? Tschüss. Tschüss. Kommt her. Kommt her. Na, wenn ihr nicht kommen wollt, muss ich wohl rüber zu euch kommen. Spring mir nicht nochmal für den Schuss. Nein! Nein! Ja, im Eifer des Gefechts gehe ich unter wie der Terminator. Mal gucken, wo der letzte Speicherpunkt war. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch die Sammelgegenstände wieder holen, je nachdem, wo wir sind. Weil eigentlich müsste es... Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Moment, 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 Moment. Hier sind wir wieder. Okay, das Figürchen haben wir. Bündeltreffer, die werden übernommen. Okay. Boah! So. Gut. Die Fortschritte in den Meisterschaften, die werden übernommen. Moment, wie kommen wir denn hier hoch? Ah, durch die blaue Tür. Den Waffenpunkt, den wir ausgegeben haben, der bleibt auch bestehen. Das heißt, wenn wir sterben, wird nur der Levelfortschritt zurückgesetzt zu dem Punkt, wo das Safe Game war, aber nicht unser Spielerfortschritt. Gut. Dann kümmern wir uns wieder. Oder wir versuchen erneut.
Ah, bin ich beim letzten Mal nicht anders gegangen? Ich wollte gerade sagen, da war ich doch hier. Bin ich doch durch diese Gänge hier gelatscht. Das weiß ich noch ganz genau. Zack. Ja, selbst der Codex-Eintrag, den wir an dieser Stelle gefunden haben, wurde übernommen. Schön, schön. Ja, eigentlich sind wir nämlich von hier dann reingekommen. Moment mal. Nein. Ich meine aber, dass hier in den Gängen irgendwo auch noch ein Versteck war. Genau hier, glaube ich. Bam. Raketenwerfer. Geheimnis gefunden, damit einen Waffenpunkt. So, Raketenwerfer, da haben wir doch auch einen Eintrag zu. Diese Waffe hat seit ihrer Entwicklung im späten 21. Jahrhundert nur wenige Änderungen erfahren. Aufgrund ihrer einzigartigen Wirkung und ihrem Wirkungsradius gehört sie in allen Armeen zu den am weitesten verbreiteten schweren Waffen. Die USC verbesserte das Design leicht durch das Hinzufügen eines automatischen Schnellladesystems. Das Waffengehäuse wurde entsprechend angepasst, um die Modifikation der USC aufnehmen zu können. Wo seid ihr denn alle? Da. Ey, das war doch nicht nur einer, der hier so einen Krach gemacht hat. Okay. Das war leider kein direkter Treffer. Weg. Weg. Hihi. Was? Oh, das war aber ein direkter Treffer. So wie das. Uah! So, das Blutnest. Die menschliche Bedrohung reduziert um 50%. Ist damit auch aus dem Weg geschafft. Kann ich eigentlich schnell speichern hier? Ich glaube nicht. Aber Rüstung ist ja nicht zu verachten.
Wupp. Ach du Heiliger, wie kommen wir denn darüber? Schaffen wir diesen Sprung? Ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Boah, nee, haben wir tatsächlich geschafft. Knapp, aber geschafft. Boah. So. Ach, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Okay. Das heißt, hier sind wir gewesen mit dem Weg dort unten. Dann müssen wir hier mal lang. Kerntemperatur steigt. Oh. Ein Hebel. Da hinten scheint es dann reinzugehen. Das sieht so pixelig aus. Hallo! Ah, Argent Energie! Darf ich das vielleicht mal aufheben hier? Lasst ihr mir die Zeit? Hau mich nicht. Explodier in Ruhe. So. Damit haben wir wieder einen Waffenpunkt. Und wir nehmen uns die Argent-Energie. So, beim letzten Mal haben wir Munition erhöht. Ich glaube, diesmal werde ich die Gesundheit erhöhen. Von wo kamen wir jetzt eigentlich? Ich habe schon wieder total die Orientierung verloren. Von da? Genau, hier haben wir ja noch... Geheimnis gefunden. Hallo! Ach! Eins der typischen Labyrinthe aus Doom. Und sogar der Soundtrack von damals ist drin. Wie geil ist das denn? Auch den Geheimgang? Jawohl. Ich liebe diesen Sound aus den 90er-Jahren-Spielen. Das ist einfach der Hammer. Ich weiß aber, dass hier noch mehr rumgurken. Wusste ich's doch. Hier laufe ich jetzt schon. Nein, hier war ich noch nicht. Wird
Wird das auf der Karte auch angezeigt? Oh ja. Das sah gerade alles sehr blau aus. Ich glaube, wir haben jetzt alles. So. Genau, von der Seite kamen wir. Das haben wir jetzt auch abgerannt hier. Bleibt ja eigentlich nur noch der Weg hier. Erschreck mich doch nicht so. So, was ist jetzt davon? Kommt der hier einfach hochgesprungen? Was fällt ihm ein? Denken Sie dran, der blinde Rat beobachtet Sie. Wer ist der blinde Rat? UAC-Personal Samuel Hayton. Samuel Hayton ist der Vorsitzende der UAC. Er ist Teil der wohlhabenden und mächtigen Familie Hayton und absolvierte einen Masterstudiengang in theoretischer Physik an der Universität von Oxford. Er bewies dabei in verschiedenen Feldern herausragendes Talent, darunter Thermodynamik, elektromagnetische Theorie und Atomwissenschaft. In jungen Jahren gründete er die Samuel Hayton Stiftung, eine wohltätige Organisation, die junge Wissenschaftstalente und wissenschaftliche Programme in Schulen und Universitäten fördern sollte. Sein beeindruckender Intellekt machte ihn zu einem der wichtigsten Ziele der UAC, die ihn kurz nach seiner Ernennung zum Generaldirektor des Weltwissenschaftsrats bei sich ernannte. Nur wenige Monate nach der Entdeckung des Archenbruchs übernahm Samuel die Führung der UAC und leitete umgehend den Bau des Archent Towers ein. Während sich der Tower im Bau befand, wurde bei Samuel ein inoperabler Hirntumor der Stufe 4 festgestellt. Man gab ihm noch 6 Monate zu leben. Diese Zeit nutzte er, um eine radikale Lösung für sein tödliches Problem zu finden: kybernetische Übertragung. Engagement. Ja, von hier unten kamen wir hoch, ne? Ja. Hallo. Backenfutter und nochmal Backenfutter. Ach, das ist wieder einer der Höllendämonen hier. Soll das Kleinvieh hier drumherum erledigen? Du bist schnell. Aber nicht schnell genug. Man hat schon wieder alle hier. Hier brennt's. Feuerwehr. Oh. Damit haben wir die Herausforderung in diesem Level gemeistert. Plasmagewehr-Munition haben wir freigeschaltet als Modell. Muss mal kurz schauen. Oh, da hinten haben wir ja die Karte. Da hinten haben wir noch einen Prätorenanzug. Chip. Hier in dem Bereich müssen wir auch noch gehen. Aber uns fehlt nicht mehr viel. Noch 2 Prätorenanzug, einer ist da. Der andere, ja, wir decken ja eh gleich die Karte auf, dann sehen wir das. Noch ein Geheimnis. Und das war's eigentlich schon. So, Waffenpunkte. Explosivschuss. Meisterschaft haben wir schon zu 50% abgeschlossen. Jetzt nehme ich noch schnell Feuer. Hey! Hey! Hier kann man auch hoch, okay. Ist das etwa noch das Geheimnis, das uns fehlt? Jawohl!
noch ein Waffenpunkt und noch eine Prätorenmarke. Diese gebe ich jetzt auch direkt aus. Waffenpunkt kostet wieder 5, um das hier voll aufzuwerten. Und hier nehme ich nun den letzten Punkt bei der Area Scanning Technologie. Denn damit sind Erkundungsgegenstände automatisch auf der Automap verfügbar, wenn wir diese gefunden haben. Das heißt, wenn ich gleich an das Terminal gehe, um die Karte hier aufzudecken, sehen wir, wo alle Sammelgegenstände versteckt sind. Sehr vorteilhaft, wie ich finde. Zumal uns ja auch noch eine Prätorenmarke fehlt. So, bevor ich das Blutnest jetzt auseinanderreiße, gucke ich, ob hier noch was ist. Aber anscheinend nicht. Dann weg mit dir. Boom! Kladusch! Lümmelt er oben rum? Was fällt dir ein? Ah! Hier ist ja auch die Karte. Das hast du dir so gedacht, was? Freundchen. So. Damit ist auch das dritte Blutnest erledigt. Wir haben übrigens die Automap an dieser Stelle gefunden. Das heißt, wir haben auch wieder einen Codex-Eintrag zur Gießerei. Den werde ich auch direkt vorlesen. Ich schaue hier noch nur in jeden Winkel nochmal. Nicht, dass hier noch irgendwo was liegt. So. Da hinten geht's noch weiter. Und da ist noch der letzte... Die letzte Prätorenmarke, die uns fehlt. Alles andere haben wir nämlich schon. Sehr gut. Bereiche, Gießerei. Das war das, was wir schon hatten, ne? Genau, wegen dem Pentagramm-Tattoo. Jetzt haben wir noch die Gießerei. Ein Teil der Ressourcenoperation, dem ersten Mars-Außenposten, verarbeitet die gesamten schweren Elemente, die in der umliegenden Marslandschaft und rund um den Argent-Bruch abgebaut werden. Die Veredelung von Argent-Plasma erfordert große Mengen von Übergangsmetallen und Edelgasen. Daher ist ein zentraler Ort unerlässlich, der systematisch gereinigt und dekontaminiert werden kann, um die Produktion von Argent-Energie so effizient wie möglich zu halten. Aus diesem Grund gilt dieser Bereich als Gefahrengebiet und alle UAC-Angestellten müssen sich regelmäßigen medizinischen Untersuchungen unterziehen, um sicherzustellen, dass ihre Produktionskapazitäten nicht durch die Umgebung geschwächt werden. Die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Betriebsunfällen in der Gießerei ist seit MTC 2146 drastisch zurückgegangen. Zu diesem Zeitpunkt werden neue UAC-Sicherheitsprotokolle eingeführt, die vorschreiben, dass Mitarbeiter, die gefährlichen Stoffen ausgesetzt waren, zwecks Reinigung, Umerziehung und, falls möglich, Wiedereingliederung sofort in die Lazarus-Labore geschickt werden. Infolge dieser neuen Protokolle sind die offiziell gemeldeten Todesfälle auf ein vernachlässigbares Maß zurückgegangen. Ein vernachlässigbares Maß, allein schon dieser Ausdruck. So. Die blaue Schlüsselkarte. Wir haben noch nicht mal die Tür für die gelbe geöffnet. Oder vertue ich mich jetzt? Oh, der explosive Kerl wieder. Wo bist du denn auf einmal hergekommen?
So. Ihr Engagement bei der Mars-Mission der USC ist der Grundstein für unseren Erfolg. Mit Ihrer Hilfe werden wir einen Paradigmenwechsel erreichen. Ach, jetzt sind wir hier wieder im Hauptbereich. Okay. Ah, da ist noch ein Imp. So. Geh weg. So. Redet nicht so durcheinander. So, Leute, ich glaube, was sehe ich denn da? Ich frage mich gerade nur, wo die gelbe Tür ist. Moment. Mit Ihrer Hilfe werden wir einen Paradigmenwechsel herbeiführen und die Menschheit in die Zukunft führen. Sind wir doch schon durchgegangen? Und ich hab's noch nicht mitbekommen. Hä? Ah ne, hier ist auch noch eine gelbe Tür. Nee, das ist unser Zielpunkt. Gut. Da geht's ja nicht schon raus. Ah, hier kommt noch eine Menge. Okay. Ich wollte gerade sagen, es fehlt. Ja, da oben auch noch ein paar Dämonen zu erledigen. So, Kühlturbine. Bam. Na, wo seid ihr? Da oben. Komm, ich brauche noch ein paar direkte Treffer. So. Oh. Wow. Fehlen uns nur noch zwei. Dann haben wir die Meisterschaft abgeschlossen. Und nur noch einen. Das war die Waffenmeisterschaft. Für die Schrotflinte mit dem Explosivschuss. So, wir haben ja die Raketen. Oh, wir haben ja auch den Raketenwerfer. Ganz vergessen.
Irgendwo lümmelt noch einer rum, wa? Doch nicht. Und da haben wir auch schon den fünften Waffenpunkt. Sammeln noch ein bisschen Rüstung ein. Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Ich schau noch mal. Genau, da fehlt die letzte Elitewache. Und dann dürfen wir hier auch wieder alles erledigt haben. Ich hoffe, ich habe keine Codex-Einträge vergessen. Die werden, glaube ich, gar nicht zu den 100% dazugezählt. Ach so, 4 Waffenpunkte. Wir können also... Nee, wir brauchen noch einen Waffenpunkt für Schnellladen. Damit wir auch diese Waffenmeisterschaft dann angehen können. So. Sind wir hier noch richtig? Ja. Hallo. Schauen wir mal, was wir mit dieser Marke jetzt verbessern. Verbessere die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Explosionen. Verbessert Kapazität und Nachladezeit von Ausrüstung. Verbessere die Effektivität von Verstärkern. Aha, ich glaube... Ja, das kostet E2, so wie das. Also entweder die Effektivität von Verstärkern verbessern oder Umweltwiderstand. Ich glaube, ich nehme mal die Verstärker-Effektivität. So. Schutztüren öffnen, bitte. Ah. Autorisierung Olivia Pierce Alpha 402. Alpha? Ja, ja. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Argent Tower umgeleitet. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Da reden wir noch drüber. Deine Meinung interessiert ja niemanden. Na, tschüss. Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken. Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. Das heißt, ab zum Argent Tower. Kernschmelze auf jeden Fall abgeschlossen. Zu 100% alle Herausforderungen geschafft. Alle Extras gefunden, alle Gegner getötet, alle Elitewachen, alle Felddrohnen, Archenzelle, alles wunderbar. So, und mit dem nächsten Level, das nächste Level, das nehme ich dann natürlich auch im nächsten Video erst in Angriff. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.